Guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Gebt ihr mal bitte, so zum Anfang möchte ich mal anfangen, Leidlner, bitte einen Applaus für die ganze Haken, die die Leute da machen und dass wir das überhaupt da machen können, gell? Das ist eine verdammt coole Sache, aktivistische Leute, brauchen wir alle. Schön, dass ihr eben alle da seid, aufmerksam lauscht, dass wir alles miteinander machen und es geht ja auch um die Gemeinsamkeit. Wir reden um den Frieden, wir reden um die Gemeinschaftlichkeit. Ist in unserer heutigen Welt ein bisschen untergegangen zwischen der Ellbogengesellschaft, vielleicht auch Geldgier, Neid, bla bla bla. Wir haben alltäglich Asyldebatten, wir haben alltäglich irgendwelche Ausländerfeindlichkeiten, wir haben alltäglich irgendein Feindbild, was beschworen wird und sagen wir uns einmal ehrlich, die Medien und die Politik spielt mit Ängsten. Haben wir Angst vor irgendwas? Habt ihr Angst? Na kommt, habt ihr Angst? Ja, vor der Regierung kann man vielleicht Bedenken haben, aber Angst macht man die nicht, weil dazu sind wir zu viele, oder? Ja, wir sind da und wir sind die Zivilgesellschaft und wir sind vielleicht der Anfang und wir sind ein kleiner Keim. Wir sind aber die Zelle, die aufmerksam ist, die die Leute beobachtet, die Aktionen setzt, initiiert und verbreitet. So, ich bin der Gizmo, Verein Mir Kollektiv, vielleicht wisst ihr Peace Parade, Sound Picnic, Akta-Demos, bla bla bla. Ist alles irgendwie auf meine Mist ein bisschen gewachsen. Wir haben auch, was einer der Gründe ist, warum ich jetzt das Mikrofon ergriffen habe, nächsten Mittwoch eine wunderschöne große Kundgebung. Million Mask March, vielleicht sagt euch der 5th of November. Wem sagt das was? Na kommt's, Leute! Ja, einer zeigt auf, zwei. Das Parlament! 5. November, gut, kleiner geschichtlicher Ausflug. 1605, Gunpowder Plot, englischer Parlamentarismus bzw. englisches totalitäres System. Der Mr. Guy Fawkes hat damals versucht, einen Sprengstoffanschlag auf das Parlament zu verüben. Als Verschwörungsgeschichte, weil das englische System damals totalitär, überwachend, restriktiv war, die Rechte der Menschen unterdrückt hat, Leute gering geschätzt hat und so weiter und so fort. Aktuell sehen wir uns ja, sage ich mal, ein bisschen der Problematik gegenüber. Es werden Ängste geschürt, der Überwachungsstaat wird forciert, Sicherheitskräfte sollen mehr Rechte erlangen, wir geben alle unsere Rechte auf und wie Benjamin Franklin ja schon wusste, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Leider sind wir in Österreich ja, ja mit freiheitlichen, populistischen Angstmachern und wir haben alle Angst vor Ebola, auf einem ziemlich komischen medialen und politischen Weg, der uns oder die Gesellschaft dazu bringt, Freiheiten und Rechte aufzugeben. Wir setzen daher am Mittwoch auch ein Zeichen mit Millionen Menschen weltweit, weil dieser Million Mask March ist ein Protest, der weltweit stattfindet. Und es ist ein Million Mask March. Millionen gehen auf die Straße und sagen, we are aware, wir sind da, wir beobachten euch, wir sind aufmerksam, wir machen den Anfang, wir sind schon da, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen unsere Aufmerksamkeit und wir brauchen unseren Anfang. Und was wir alles multiplizieren können, wenn diese ganze Geschichte groß wird und das Problem latenter wird und mehr Überwachung ist, wir wissen dann schon, wie man es geht, wie man Widerstand leisten. Weil wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bertolt Brecht. So, also, ich komme jetzt noch einmal zum Million Mask March dazu. Am Mittwoch eine wunderbare Kundgebung. Wir fangen um 16 Uhr bei Landstraße Wien Mitte an. Werden einiges an Sound, Systemprogramm und so weiter dabei haben. 200-300 Leute werden schon kommen. Ich hoffe, ihr kommt auch mit und erzählt das weiter. Ihr könnt auch Flyer von mir haben. Wir werden das nicht nur dieses Jahr machen, sondern wir werden das ständig machen. Das ist also auch ein Beginn, um sich zu vernetzen. Ja? Dazu möchte ich auch sagen, Million Mask March ist ein offenes Projekt. Genauso ist die Peace Parade 2015 ein offenes Projekt, wo jeder, der was aktivistisch machen kann und mitwirken möchte, sich einbringen kann. Das ist die bunte Parade der Vielfalt für nonkommerzielle Kunst und Kultur. Und wir schauen, dass wir auch den Drug Peace March, den Hand vor den Tag und andere Aktionen unterstützen. Wir können euch unterstützen, wenn ihr uns unterstützt. Okay, zur Info, ich wurde gerade gebeten, Masken, Guy Fawkes Masken, also wir werden ein paar dabei haben. Es gibt auch ein... Am besten ist es ja, nehmt euch ein Papierblatt,
druckt eine Maske aus, nehmt euch ein Gummiband und tut euch das um den Kopf herum. Werden wir alles dabei haben. Wenn ihr unbedingt Masken kaufen wollt, könnt ihr haben. Übrigens, das Vermummungsverbot ist am Million Mask March gesetzlich legitimiert, aufgehoben, in dem Sinne, dass es alle künstlerische Darbietungen sind. Das heißt, wer sich maskieren möchte, ja, fuck the system, wenigstens ein bisschen, ja, ganz, es muss schon sein, ja. Und ja, wir dürfen uns alle maskieren und das ist legal und genehmigt, ja, wir sind alle Künstler an dem Tag. Wir dürfen zivilen Widerstand leisten, wir dürfen uns gegen das System wehren, wir können unsere Anonymität wahren. Bitte seid nur so lieb und flaucht keine Nummernschilder von Polizeiautos, das haben wir schon gehabt, dann werden sie euch die Masken auch abnehmen, gell? Also, wer kein Blödsinn macht, wird seine Maske aufhaben können und seine Anonymität wahren können. Auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Überwachungsgesellschaft. Vorratsdatenspeicherung wollen wir ja auch wieder einführen wegen dem Krieg gegen den Terror. Irgendwie wird es Zeit, dass wir sagen, gehen wir auf die Straßen und wir sind immer da. Nicht nur da auf der Friedensmahnwache, nicht nur am Million Mask March, nicht nur bei der Peace Parade, nicht nur am Hand vor an der Tag, nicht nur bei allen unzähligen anderen Events, sondern immer wieder und alle immer wieder gemeinsam. Bitte vernetzt euch alle miteinander, macht, dass wir miteinander dieselben Ziele, die wir alle haben, auch miteinander gehen. Nicht nur miteinander, sondern gemeinsam. Ein großer Appell ist, vernetzt euch, seht über die Unterschiede hinweg, sucht die Gemeinsamkeiten und bastelt miteinander. So, ich werde jetzt da ein paar Flyer auflegen und wer will oder sowas oder was Konstruktives machen will. Wir treffen uns übrigens jeden ersten Dienstag im Monat zu einem Aktivistentreff im Café Tunnel. Zu einem Stammtisch, wer plaudern möchte oder aktivistische Projekte hat. MIR ist die Möglichkeit, Ideen zu realisieren. Wer eine gute Idee hat, schauen wir, dass wir das realisieren. MIR ist im Russischen Erde, Friede und Gemeinschaft. Das sind wir. Und für Erde, Friede und Gemeinschaft und für die Gemeinsamkeit, die wir alle unterstreichen wollen und nicht die Unterschiede. Danke.